Die Transfertechnik ermöglicht die Übertragung von Bildern aus Zeitschriften sowie Laserdrucken auf sämtliche für Acrylfarben geeignete Untergründe. Sie benötigen dazu einen Velourroller, einen sauberen Baumwolllappen, einen Haushaltsschwamm und einen breiten Lasco-Pinsel. Außerdem Lasco Impastogel und Transparentlack UV, Glanz, Matt oder Seidenmatt. Wählen Sie ein Bild aus einer Zeitschrift oder ein Foto und kopieren dieses spiegelverkehrt mit einem Laserdrucker. Nun tragen Sie auf die Bildseite eine erste Schicht Impastogel auf. Lassen Sie diese anschließend mindestens 20 Minuten trocknen. Dieser Arbeitsschritt ist viermal zu wiederholen. Das Impastogel sollte allerdings beim vierten Mal nicht wieder trocknen. Bestreichen Sie anschließend den mit Vorteil starren Bildträger mit Lasco Transparentlack. Darauf legen Sie nun die vorbereitete, noch feuchte Laserkopie mit der Bildseite nach unten. Diesen Papierbogen mit einem Lappen von innen nach außen gut anpressen. Das Bild mindestens 16 Stunden, zum Beispiel über Nacht, gut durchtrocknen lassen. Nun benetzen Sie die Papierrückseite der Kopie großzügig mit einem sehr nassen Haushaltsschwamm. Rubbeln Sie anschließend die aufgeweichte Papierschicht mit der rauen Seite des Schwamms weg. Die Papierrückstände sollten möglichst gründlich entfernt werden. Eventuelle Papierreste, welche sich noch auf der Oberfläche des Impastofilms befinden, würden sich nämlich nach dem Trocknen in Form eines weißen Schleiers sichtbar abzeichnen. Das trockene Transferbild sollte abschließend unbedingt mit einem Lasco Transparentlack UV vor UV-Strahlen geschützt werden, da Druckfarben nicht lichtecht sind. Der im Lack enthaltene hochwertige UV-Absorber verzögert das Ausbleichen der Farben um ein Vielfaches. Die Benetzung mit dem Transparentlack hilft außerdem, allfällige letzte Schleier zu beseitigen. Detaillierte schriftliche Anleitungen zu dieser und weiteren Anwendungen können Sie gerne von der Lasco-Website downloaden.